Ich bin unbedingt abgeraten, dieses Video nachzuahmen. So, eine kleine Zutatenauswahl, was heute gebacken wird oder gekocht wird, das werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen, aber wir fangen erstmal an. So, ich habe daraus gelernt, dass ich alles ein bisschen schneller machen muss. Wir müssen einen Teig erstellen und wir haben es 7 Uhr frühs. Und ich mache den Teig jetzt, damit er mit der Hefe ein bisschen aufgehen kann. Und dazu brauchen wir ungefähr 250 Gramm Mehl, denn wir brauchen nicht genau viel Mehl. Das reicht nämlich schon. So, und dann auf ein Rezept von 500 Gramm Mehl müssen 50 Gramm Butter. So, und dann sind das hier 500 Gramm. Ich würde mal sagen, das hier wird schon als Butter reichen, wenn ich mit meinem bisschen Zeug nachholen. Oh. Und wir brauchen gerade mal 25 Gramm Butter, also viel ist es nicht. So, wenn, dann holen wir uns noch dazu. Ein bisschen Zucker muss in die Hefeteig schon rein. Und ein kleines bisschen, wir sollen nicht über Zucker gehen. Eine kleine Prise Salz, denn Salz macht alles besser. Und Hefe, den ich auf möchte. So komisch aus hier. 100 Milliliter Wasser, obwohl das ein bisschen komisch ist, Butter und Wasser. Das trägt sich doch bestimmt nicht ganz so gut, oder? Wollen wir mal gucken. Hier passieren wir jetzt die Hefe und los geht's. Aber vorher möchte ich was machen. Und zwar kommt noch Lebensmittelfarbe rein. Warum Lebensmittelfarbe? Das werdet ihr dann später noch genauer sehen. Ein bisschen Mehl machen wir noch mal dazu. Und ein bisschen, ich weiß nicht ganz, er klebt ihn viel zu sehr. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, dass er so klebt. Ich bin ja kein Bäckermeister, aber. So Leute, das Heuk ist fertig, sieht relativ gut aus. Ich hoffe natürlich, das Grün kommt noch ein bisschen mehr zum Vorstellen, wenn man das ein bisschen backt, den Teig. Was genau daraus passiert, werdet ihr gleich sehen, bald. Denn es dauert jetzt eine Langeweile, wir müssen das ein bisschen ruhen. Und ich habe das natürlich nicht vergessen. Schöne Grüße an Linda. Und dann wollen wir mal das Ganze ruhen lassen. So, jetzt ist es geschehen. Ich sehe anders aus. Ich sehe ausgeschlafen aus. Wir haben es jetzt um 12 Uhr und der Teig hat jetzt eine gute 3 bis 4 Stunden geruht. Und wir gucken jetzt erstmal, ob er gut geworden ist. Yeah. Ich weiß, die Konsistenz sieht eigentlich relativ gut aus. So, das ist, diese Dinger müssen jetzt so ab Brötchen geformt sein, wenn sie sauber. Und wie es aussieht, kriegen wir genau 2 Brötchen hin. Das wäre sehr, sehr geil. Das wäre genau abgemessen. So, gerade im Ofen noch schnell vorbereitet auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Mal gucken, ob das was wird. Ich bin echt stolz, dass es relativ geil aussieht von der Farbe her. Könnte ein bisschen kräftiger sein, aber Leute, es ist mir fast sowas von egal. Denn ich hoffe, dass es wie gesagt bei Backen besser wird. Kleiner Zusatz. Auf diese Dinger hole ich mir jetzt Mandeln drauf. Nicht viele. Immer gucken, wie das Mandeln schmeckt. Eins mit Mandeln, eins ohne Mandeln. Und um zu gucken, ob es gut ist, machen wir noch ein kleines Häppchen. So, kann ich wissen schon mal, wie lange das jetzt sein muss. Bis dahin bereiten wir die nächste Sache vor. So, jetzt kann man glaube ich langsam mal erkennen, was es werden soll. Und dazu habe ich eine speziellere Sache vor. Wobei ich jetzt, ich denke, ich bin verrückt, wenn ich das mache. Und zwar werdet ihr das gleich sehen. So, dann lassen wir uns zwei Gürkchen hier raus. Wir machen keine Geräusche. So. Ein paar Gürkchen kommen jetzt hier raus, wird die Zwiebel geschnitten. Na gut, so gut wie es weiß, kann ich noch nicht kochen bzw. zaubern. Richtige Zwiebelringe sind es auch nicht hier. Aber das ist mir scheißegal. Die Zwiebel werden mich trotzdem umbringen. Die Tomate.
Naja, gut, für das nichts. Und den abgepackten Kill. So, und was ich jetzt mache, dafür wird mich fast eigentlich jeder umbringen, der das sehen würde. Damn. Wir haben ja eine Lebensmittelfarbe. Und ja, Leute, ich werde das jetzt wirklich machen. Ihr könnt richtig lesen, die Gedanken. Ich hoffe, ich habe alles rausgeholt, was sein muss. Ich denke, das ist viel Wasser. Schwuppdiwupp. Also wie sich das Wasser verfärbt. So, und ja, ihr seht das richtig. Ich versuche jetzt, da ich das eigentlich alles hier so auf Wasserbasis besteht, außer der Käse. Ich glaube, bei dem wird das nichts bringen hier. Irgendwie zu färben. Bei der Zwiebel kann man sich das richtig gut vorstellen. Was natürlich bei der Tomate passiert, bin ich mal gespannt. Das wird jetzt weiter so weitergehen. Und dann kommen wir zum nächsten Teil. So, die andere Sache, die natürlich jetzt gefärbt werden muss. Es tut mir so leid, das Fleisch. Na dann, wollen wir mal. So, da eins nicht reicht. Also da eins nicht reicht, wenn man ja ein bisschen was reinmachen. Jetzt habe ich was im Mund. So. Ich bin erstaunlich, wie geil das aussieht. Das ist eigentlich gut für Kinderpartys oder sowas. Einfach mal Fleisch färben und einfach mal bunte Sachen aufzuzwischen. Ich glaube, auch die Idee kam noch keine. Wie groß natürlich jetzt hier Patties werden, ist eine gute Frage. Darauf muss ich nur noch einen kleinen Moment auf die Brötchen warten. So. Ich weiß nicht, ob das was geworden ist. Ich habe es noch nie aufgeschrieben, dass hier jetzt aufgeplatzt alles. Und ich stecke nur kurz rein. Sieht relativ gut aus, es ist heiß, es ist weich, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ah, ich verbrenne mich. Oh, oh, ah. Also, wenn man das nicht aufessen möchte, dann funktioniert es auch. So. Weit noch gut ausstellen. Ah, so, jetzt wissen wir ungefähr, wie groß die Patties werden müssen. Ich würde mal sagen, gut die Hälfte ist schon gut gesagt. So, das reicht ungefähr ein bisschen dickstens geworden. Wir wollen noch ein bisschen flach drücken hier. Ja, wir werden mal kurz in die Pfanne reinwerfen. So, die letzte Sache, die wir jetzt noch grün vermissen, ist natürlich der Ketchup. Naja, richtig grün ist es zwar nicht, das ist dunkel. Aber ich glaube mal, das können wir als grün durchgehen lassen. Oder auch nicht. Oh. Das Einzige, was jetzt noch ist, sind, dass die Patties ein bisschen braten. Und warum ich auf diese Kombination komme und nicht mit Salat und sowas, das erkläre ich euch. Ich finde die Kombination sehr interessant und ihr seht, ich habe hier schon das Wasser gekocht, weil es ist weich geworden. Das hätte ich nie gedacht. Das muss ich ehrlich sein. Und ich weiß nicht mehr, in welche Reihenfolge es kommt hier alles. Deswegen holen wir erstmal die Tomaten raus. So, kurz Ketchup runtergeklappt, klatscht und jetzt muss irgendwie die Tomate. Die ist innen ein bisschen grün geworden. Das wird auch, oh mein Gott, die ist grün, ja. Dann bin ich bescheuert, ich habe in der Scheibe wohl zu wenig gemacht. Und damit hat es nicht so geklappt. Dann haben wir jetzt aber noch die Gürkchen, die das Grün aufgezogen haben. Ist das nicht Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Als nächstes kommen die Zwiebeln. Ich habe aber keinen Salat gekauft, weil so Salat esse ich nicht. Und deswegen, ja, es hat ein bisschen aufgezogen. Wir werden das mal klein machen, da ich keine richtigen Scheiben gemacht habe. Muss man erstmal die Kamera ausmachen.
Es ist ein bisschen weird jetzt gerade gewesen, die Kamera ist ausgegangen, aber guckt euch das Zeug mal an. Es sieht zwar komisch aus, aber ich hoffe, dass es schmeckt. So, und hier. Alter Schwede, das sind die wahren bunten Krammburger. Heinrich, wahren bunten Krammburger, so muss es sein. Ich weiß nicht wie, aber ich muss jetzt irgendwie filmen. Und gleichzeitig... Vor allem das Ketchup. Der Ketchup, das sieht alles so weird aus. Hier bleibt oben. Also heute durfte ich keinen mehr küssen. Geil. Das sind wirklich die wahren bunten Krammburger. Es ist so weird. Mit dem Ketchup vor allen Dingen. Leute, ich wollte mal sagen, ich sehe zwar aus wie Scheiße, es kommt wie Scheiße. Es ist trotzdem geil. Und wenn ihr es nachkaufen wollt, ich würde es euch nicht unbedingt empfehlen, kriege ich sie aus wie Scheiße nach. Es kommt überall. Aber schmecken tut's. Geil für irgendwelche kleinen Geburtstagen, aber viel Arbeit. Nur wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn ich einen Daumen nach unten schreibe, kommt darauf, ob mehr davon sehen wollt oder auch nicht vom Kochen. Sagt mir, ob ihr euch gedacht habt, dass ich das wirklich machen möchte. Und wie gesagt, liebe Grüße nochmal an Linda raus. Ich habe es nie vergessen, zweimal sogar gegrüßt. Und dann, ciao.